Ja, danke schön. Ich habe mir gedacht, bevor ich euch in meine Folienschlacht führe, ich habe, glaube ich, 100 Folien mit oder so, wir haben eh Zeit. Ne? Nein, Spaß beiseite, habe ich mir gedacht, ein bisschen Storytelling, das gehört auch dazu. Und ich finde, dass die Geschichte so einer Firmengründung auch irgendwie was Spannendes ist, was man gerne erzählt. Und vor allem auch in Kombination, wie sich Social Media entwickelt hat in den letzten Jahren. Und da habe ich mir gedacht, ich fange mal mit dieser Geschichte an, bevor ich euch in das eigentliche Thema einführe, was wir tun und wie wir das tun und wie wir mit unseren Kunden kommunizieren. Es war das Jahr 2007 oder so, 2007, 2008. Ja. Social Media hat es schon gegeben als Begriff, ja. Facebook hat es schon gegeben, MySpace hat es noch gegeben. Und sowas wie Social Media Experten hat es kaum gegeben. Sowas wie eine Unternehmensstrategie für Social Media hat es kaum gegeben. Die Firmen haben gerade erst angefangen zu erkennen, dass man das eigentlich auch ganz gut für Marketingzwecke nutzen könnte. So auch mein damaliger Kunde, die Firma Microsoft. Ich war damals für Microsoft als Vortragender tätig. Das heißt, die haben mich durch die Lande geschickt und ich habe über Produkte gesprochen. Ich habe Mediamarkt, Saturn, Hartlauer, Niedermeyer, allen möglichen Mitarbeitern gezeigt, wie man Microsoft-Produkte verkauft. Ich bin auf Messen gestanden, ich habe Vorträge gehalten, deswegen auch die große Klappe, die ich noch immer habe. Und naja, und es war damals so, es gab keine Social Media Experten, es gab eigentlich keine Social Media Kanäle und die meisten Firmen haben gerade erst begonnen, die ersten Social Media Kanäle, Firmenseiten, Facebook-Seiten aufzumachen, Twitter-Kanäle aufzumachen und so weiter. Und ganz einfach gesagt hat mich die Microsoft gefragt, die Christin, du kennst dich mit unseren Produkten aus, du kannst das schon machen, oder? Und so ist es entstanden, dass ich damals der zweite Follower der Windows-Seite war, nämlich der erste war mein Auftraggeber bei Microsoft, der die Seite ins Leben gerufen hat, der zweite war ich und dann durfte ich sozusagen ohne Strategie, ohne Konzept zunächst einmal einfach das mit Inhalten bespielen. Das heißt, ich habe mir jeden Tag was anderes einfallen lassen, was ich da poste, habe teilweise Community-Management vom Handy aus gemacht, bei der roten Ampel Fragen beantwortet und so weiter. Also es war null Strategie dahinter und ich muss sagen, im Nachhinein, es hat halt auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil null Strategie dahinter war, weil ich selber irrsinnig viel Freiraum hatte und das Einzige, was gezählt hat, war das Ergebnis und das Ergebnis war auch nicht klar definiert. Das heißt, wenn wir 10.000 Follower schaffen, oder waren es 1.000, kriege ich eine Flasche Champagner und ich glaube, bei 100.000 ist dann erst dazu gekommen, dass ich nach München gekommen bin und den Champagner oder den Sekt trinken durfte. Also es war eine spannende Zeit, diese Pionierzeit von Social Media und man hat eigentlich überhaupt keine Ziele gehabt, außer möglichst viele Follower. Was ja heute, sagt jetzt der mittlerweile gestandene Social Media Experte, nicht mehr so das wichtigste Ziel ist, zumindest nicht für eine Marke wie Microsoft, für Medien oder so vielleicht schon, aber für eine Marke, die das vor allem für Marketingzwecke nutzt, ist das nicht mehr das Hauptziel, die Followerzahl. Ja, und so habe ich damals angefangen, im Jahr 2008, 2009, neben meinen Vorträgen, neben meinen Messeauftritten und Schulungen, die ich gemacht habe, Social-Media-Kanäle zu betreuen. Interessante Geschichte auch, ich glaube, ich verrate da keine Geheimnisse, das ist schon alles verjährt. Es war auch damals so, dass das gleich eine Initiative von drei Ländern waren, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und es war ganz interessant, die Österreicher haben gesagt, naja, wir machen Twitter, die Deutschen haben gesagt, ja, wir machen Facebook und die Schweizer haben gesagt, naja, wir schauen uns das mal an, ne? Weil da musste man natürlich auch was zahlen dafür, ist klar. Ja? Und so hab ich dann auch den Kontakt zu Microsoft Deutschland bekommen, weil eigentlich Facebook dann sich herausgestellt hat und bis heute ist das noch so im deutschsprachigen Raum, dass es nicht diese Reichweite und Relevanz hat. Twitter-Kanäle werden nach wie vor bespielt von Microsoft, aber die große Reichweite, gerade bei Consumern, sind im Bereich Facebook. Mittlerweile natürlich auch im Bereich LinkedIn, da kann ich dann auch noch was dazu erzählen. Jedenfalls habe ich dann damals mit Facebook angefangen und mein Kunde wurde eigentlich immer mehr Microsoft Deutschland und nicht Microsoft Österreich, weil die halt für Facebook zuständig waren. Und ich glaube, wir hatten dann am Peak irgendwo 600.000 Follower im deutschsprachigen Raum. Es war dann ein Teil der globalen Seite, also wenn man heute drauf schaut, dann sieht man das als Teil der globalen Seite. Und das war, wie gesagt, wahnsinnig spannend. Und naja, das ist immer mehr geworden. Wir hatten dann, glaube ich, am Höhepunkt 15 Kanäle, die wir betreut haben, mit sehr viel Community-Management. Das heißt, das war dann fast schon Support. Der technische Support war noch einmal extra.
Aber das sind dann wirklich Dutzende Fragen pro Tag, ich weiß nicht, 50 Fragen pro Tag, wo man teilweise auch recherchieren muss, was antworte ich dem und so weiter, wo wir im Namen von Microsoft auch darauf geantwortet haben. Wir haben natürlich mittlerweile auch andere Kunden gehabt und so weiter. Jedenfalls im Jahr 2012 habe ich dann gesagt, naja, eigentlich bin ich jetzt kein Sales-Trainer und Promoter mehr, der auf Messen fährt und Vorträge hält, sondern eigentlich kann ich mich jetzt nach 4 Jahren schon langsam darauf einstellen, dass es doch das Thema Social Media bleibt, auf das ich mich fokussiere. Und so habe ich die Firma Human Brand 2012 gegründet, aber es war eigentlich ein fließender Übergang vom Einzelunternehmen. Ja, im ersten Jahr waren wir 4, im zweiten waren wir 8. Also ich glaube, wir haben uns am Anfang jedes Jahr verdoppelt und dann nur mehr jedes zweite Jahr. Ich wollte auch Fotos zeigen von früher, wie klein unser Team war und wie es dann gewachsen ist. Aber ich mir dachte, nachdem es aufgenommen wird und auf YouTube kommt, die ehemaligen Mitarbeiter wollen vielleicht dann nicht gezeigt werden. Darum habe ich euch nur einen ehemaligen Mitarbeiter mitgebracht, und zwar unseren Bürohund, den es leider auch nicht mehr gibt, aber der Sammy. Ja, ich hoffe, wir kriegen bald wieder einen Bürohund. Wir suchen ja gerade drei Mitarbeiter. Ja, ich habe das, was ich euch jetzt erzählt habe, so was ich gemacht habe und wer ich bin und so, das habe ich natürlich auch auf einer Folie, das kriegt es dann für die Nachlese. Jedenfalls, die Geschichte geht weiter. Wir sind dann drauf gekommen, wahnsinnig spannend im Bereich Social Media ist nicht nur das Thema Content und das Thema Community Management. Dadurch hat sich auch ein bisschen der Name Human Brand übrigens ergeben. Wir machen ihre Marke menschlicher, haben wir gesagt. Da wir gesagt, diese menschliche Kommunikation, jede Frage beantworten, jeden Nutzer, so schwierig seine Anfrage auch sein mag, helfen, weiterhelfen, eine Lösung finden und so weiter. So hat sich auch dieser Name ergeben. Aber wir sind auch drauf gekommen, sehr rasch drauf gekommen, das war nicht erst in den letzten Jahren so, das war auch schon 2009 so, dass wenn man bei Facebook Geld einwirft, man noch besondere Dinge tun kann, die man also ohne Geld nicht tun kann, sprich Social Media Advertising. Und so sind wir auch zu unseren heutigen Geschäftsbereichen gekommen, wenn man so will. Das ist die Redaktion, von der habe ich schon ein bisschen geredet, Betreuung und Community Management, das ist Social Media Advertising und, weil ich immer noch gern rede, auch das Thema Weiterbildung. Ich war heute zum Beispiel schon auf der Wirtschaftskammer bei einer LinkedIn und was haben wir gehabt? LinkedIn und Xing-Schulung. Genau, also diese drei Hauptbereiche haben wir und über Paid Social Media Advertising oder Paid Social Media oder Social Media Advertising, je nachdem, wie man es nimmt, soll ich euch heute auch ein bisschen Einblicke geben und ein bisschen was erzählen. Und da habe ich mein ganzes Slide-Deck mitgebracht. Ich hoffe, es wird, werden wir schwer tun, dass es so spannend wird wie bei meinem Vorredner, aber ich hoffe, es wird was Interessantes für euch dabei sein. Genau, weil Social Media Advertising hat im Vergleich zu klassischen Werbeformen massive Vorteile für unsere Kunden. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, tut mir leid, der Kontrast ist jetzt nicht so optimal, klassische Werbung, relativ hohe Kosten, relativ hoher Streuverlust, denken wir an Plakatwerbung, denken wir an TV-Werbung, ja, damit erreiche ich nicht nur logischerweise zu 100% die Leute, die ich erreichen will. Ich muss hier Streuverlust in Kauf nehmen. Ich kann sehr schlecht messen, wie erfolgreich meine Kampagne ist. Da bin ich auf Schätzungen, Umfragen etc. angewiesen. Da hat online schon einen großen Vorteil. Die Kosten sind in der Regel geringer, offenbar so gering, dass es dann oft fürs Geschäftsmodell von Medien auch nicht reicht, wie wir vorher gehört haben. Aber als Werber habe ich den Vorteil, der Erfolg ist besser messbar. Also ich kann sehr wohl dann Feedback bekommen, wer hat das gesehen, wie viele Leute haben das gesehen, wie viele Leute haben das angeklickt, kann das vielleicht sogar bis zum Ende tracken, wie viele Leute haben dann gekauft, kann also theoretisch sogar, wenn ich das gut aufsetze, das Ganze, eine Online-Werbekampagne, meinen Return on Investment tracken. Also ich kann sehen, ich habe 5.000 Euro reingesteckt und ich habe, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Autoverkäufer bin, ich habe 3 Autos verkauft, das hat sich ausgezahlt. Ja? Das kann ich so direkt nicht in der klassischen Werbung, in der Online-Werbung schon. Bei Social Media kommt aber dann noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt müssen wir bedenken, und darüber haben wir eh auch schon ein bisschen was gehört vorher, die Social Media-Netzwerke, die wissen sehr viel über uns. Ja. Das macht uns auch Angst, teilweise auch zu Recht. Das wird auch missbraucht von Sachen wie Cambridge Analytica etc.
Die haben nämlich genau das gemacht, dieses Wissen, wer ist demografische Daten und wie kann ich wen ansprechen, mit welchen Botschaften, mit welchen falschen Botschaften, mit Fake News und so weiter. Aber das wäre ein eigener Vortrag. Aber auch ehrliche Werbetreibende können sich sozusagen diese Daten zunutze machen. Und das darf man nicht falsch verstehen. Das wird auch oft falsch rübergebracht oder falsch kommuniziert. Facebook oder LinkedIn oder Twitter oder Xing oder alle Social-Media-Plattformen, die verkaufen ihre Daten nicht. Die geben ihre Daten nicht weiter, weil die Daten sind ja das, womit sie ihr Geld verdienen. Sondern sie stellen sozusagen eine Plattform zur Verfügung, einen Ad-Manager, über den ich Werbung schalten kann, wo ich ganz gezielt targeten kann auf gewisse Zielgruppen. Und das kann ich nur, weil sie diese Daten haben, weil sie das Wissen haben über diese User. Ich bekomme die Daten aber nicht. Ich sehe den einzelnen User nicht. Und das ist eben genau der erste Punkt. Besseres und genaueres Targeting ist möglich. Wieso? Weil die mehr wissen über den User, als es eine Tageszeitung zum Beispiel über ihren User weiß, wenn sie einen Banner ausspielt. Wieso wissen die mehr? Weil die User es freiwillig angeben, weil es ein soziales Netzwerk ist. Auf Facebook, gut, da gibt es durchaus zu Recht auch Leute, die sagen, ich gebe möglichst wenig an, ich gebe vielleicht sogar, ich halte mich nicht an die Klarnamenpflicht und gebe einen falschen Namen an, ist egal, der Name ist fürs Targeting irrelevant. Aber auf LinkedIn oder auf Xing zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, das ist ja eigentlich ein Karrierenetzwerk. Da geht es um Networking und da geht es aber auch um gefunden werden als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer etc., also um HR, Recruiting. Da gebe ich eigentlich sehr genau an, wo ich arbeite, wo ich früher gearbeitet habe, was mein Jobtitel ist, in welcher Branche ich tätig bin und so weiter. Und das bedeutet für die Werbetreibenden wiederum, dass sie sehr genau darauf targeten können. Das heißt, ich kann ganz genau zum Beispiel auf LinkedIn targeten auf Business-Entscheider, Manager in Bayern, die bei Audi arbeiten zum Beispiel. Das kann ich nur deswegen, weil die Mitarbeiter das natürlich alles angegeben haben. Auf den Einzelnen runterkommen tue ich in dem Fall zumindest über die Werbung nicht. Besseres, genaueres Targeting. Genaueste Messbarkeit des Erfolgs. Wieso? Weil es an dem User dranhängt und nicht nur an einem anonymen Cookie. Das heißt, ich kann auch sehen, ob dieser User, der meine Werbung gesehen hat, der meine Werbung angeklickt hat, der vielleicht ein Formular ausgefüllt hat, ein Lead-Gen-Form oder ähnliches, ob der dann auch tatsächlich gekauft hat, indem ich ihn sozusagen weiterhin über seinen User tracken kann. Das heißt, ich kann noch eine Spur genauer den Erfolg messen. Dann ist es kein einseitiges Marketing, sondern Dialogmarketing. Das ist auch das, was es mir sympathischer macht, weil ich ja immer noch den Firmennamen Human Brand habe. Wir machen ihre Marke menschlicher. Das heißt, diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, das sage ich auch immer, B2B, B2C, Human-to-Human. Das ist das, was Social Media ausmacht. Und das heißt eigentlich, die meisten klassischen Social Media Werbeformate sind wie organische Posts, so wie ihr es auf Facebook kennt. Das heißt, da kann man kommentieren, da kann man liken, da kann man sharen. Das kann auch viral werden und da kann man natürlich auch Fragen stellen und Fragen beantwortet bekommen. Das heißt, es ist Dialog und nicht nur einseitig. Und ich habe dann am Ende des Tages idealerweise eben auch sehr wohl persönliche Daten, wenn sie mir freigegeben werden, das geht dann über so ein Lead-Gen-Formular zum Beispiel, habe ich eine Probefahrt mit meinem Auto, das ich mittlerweile gekauft habe, bekommen, weil ich von Hyundai eine Werbung gesehen habe und Hyundai hat dann gesagt, nenn mir deinen Namen und deine Telefonnummer und wir rufen dich an mit einem Termin für eine Probefahrt. Das war ein Lead-Gen-Formular, dann hat mich am nächsten Tag der Denzel angerufen und hat gesagt, ja, wann wollen Sie kommen, Probefahrt machen und mittlerweile habe ich das Auto. Also das wäre quasi so eine Customer Journey von der Anzeige bis hin zum Kauf, wo, wenn Denzel das gut gemacht hat, Sie auch wissen und zuordnen können, wir haben so viel Geld ausgegeben und wir haben dann am Ende des Tages so viel Geld damit verdient. Ich habe meinen ROI durchgehend berechnet. Jetzt habe ich es nicht gesagt, aber ich sage es jetzt gleich, weil wir gehen jetzt noch ein bisschen in eine Spezialisierung rein. Meine Kunden, dadurch, dass ich mit Microsoft als ersten Kunden angefangen habe, sind fast durchgehend in der IT-Branche. Ja. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Kunden in der IT-Branche, mittlerweile auch Mitbewerber von Microsoft, was witzig ist, weil die mittlerweile auch teilweise zusammenarbeiten etc. Und da haben wir natürlich sehr viel gelernt. Und was man jetzt dazu sagen muss, die meisten dieser Firmen sind im B2B-Umfeld. Ja, das heißt, die verkaufen Unternehmen zu Unternehmen. Da vielleicht auch gleich ein interessantes Learning. Das passiert nicht nur, wie man vielleicht glaubt, auf LinkedIn und auf Xing, sondern das passiert auch sehr stark auf Facebook.
Weil Facebook ist zwar eine private Plattform, eine Plattform, die die meisten User eher fürs Private nutzen, sagen wir es so, aber man ist dort auch für relevante Werbebotschaften aufnahmebereit. Das heißt, wenn ich einen relevanten Inhalt ausspiele, auch wenn das einen beruflichen Kontext hat, dann funktioniert das auch auf Facebook. Wieso funktioniert das auf Facebook besser oder günstiger oft als auf LinkedIn und auf Xing? Weil Facebook einfach immer noch nach wie vor die viel größere Reichweite hat. Ja. Wir erreichen bei Facebook in der Dachregion ungefähr 40 Millionen Personen. Instagram gehört zu Facebook. Wenn ich Werbung ausspiele, kann ich die über den gleichen Werbeanzeigemanager über Facebook und Instagram ausspielen. Wobei, da gibt es natürlich Überschneidungen, aber es sind dann sicherlich über 40 Millionen. Bei LinkedIn und Xing sind es 11, 12, 14 Millionen, wenn ich mir die Dachregion anschaue. Und die sind natürlich auch nicht, die verbringen nicht so viel Zeit auf Social Media. Das heißt, um es abzukürzen, das soll jetzt keine Paid-Media-Schulung werden, die meisten B2B-Kunden, die wir beraten und für die wir Werbung schalten, nutzen bei uns Facebook, LinkedIn und Xing in einer Kombination, weil LinkedIn und Xing und Facebook ergänzen sich sehr schön. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was kann ich für Ziele targeten? Das ist jetzt nur ein kleiner Einblick, ihr kriegt das nachher, wenn euch das wirklich so interessiert im Detail, eher als Nachlese, aber man sieht hier sehr schön, da gibt es viele Möglichkeiten, die LinkedIn und Xing kann, die Facebook und Instagram nicht können und umgekehrt. Das heißt, das liegt in der Natur der Sache. Ich habe vorher eh das Beispiel gebracht, LinkedIn und Xing wissen viel über meine Karrierestufe, über meine Branche, über mein Tätigkeitsfeld, über Unternehmensgröße sogar, ja, welchen Beruf ich habe und so weiter. Vorher in der Schulung hatte ich eine Handelsagentin, die irgendwelche Produkte für Kirchen verkauft. Ja? Und die gesagt, kann ich Priester finden auf LinkedIn? Und gesagt, probieren wir es aus, ob wir Priester targeten können und Pfarrer. Geht, ja. Sind zwar nicht wahnsinnig viele, aber es ist möglich. Ja? Also ich kann nach Berufen targeten, ich kann nach Firmen targeten, ich kann nach Tätigkeitsfeldern targeten, ich kann nach Unternehmensgrößen targeten, ich sage, ich habe ein Produkt, das kommt nur für kleine Firmen in Frage, ich kann nach Unternehmensalter targeten, ich kann sagen, ich habe ein Produkt, das ist nur für Startups interessant und so. Und diese Dinge weiß LinkedIn und Xing alle, die weiß Facebook und Instagram nicht, beziehungsweise sind die Daten nicht ausreichend zuverlässig, weil eben sehr wenige Leute ihren Arbeitgeber angeben oder viele ihn auch falsch angeben. Im Gegenzug dazu habe ich aber bei Facebook und Instagram Möglichkeiten, die in der Form, in dem Umfang bei LinkedIn und Xing nicht möglich sind und die vor allem im Bereich Retargeting und Lookalike-Audiences sich befinden. Das muss ich, glaube ich, kurz erklären, was das ist. Retargeting haben vielleicht die eine oder der andere schon gehört. Das kennt man auch als Werbekonsument. Wenn man sich einmal eine Webseite anschaut, weiß ich nicht, von einem neuen Fahrrad oder was auch immer, dann kriegt man wochenlang Vorschläge für dieses Fahrrad. Auf den ersten Blick, ich habe deinen Kopfschütteln gesehen, ist es natürlich nervig. In der Praxis, aus der Sicht der Werbetreibenden, wissen wir aber, es funktioniert. Ja? Weil die Leute oft sehr wohl mit dem Gedanken spielen, das zu kaufen. Deswegen haben sie ja die Webseite besucht. Und eigentlich nur diese regelmäßige Erinnerung brauchen und irgendwann schlagen sie dann zu. Also Retargeting funktioniert und deswegen wird es gemacht. Natürlich wird auch oft falsch geretargetet, natürlich kriegt man, oder lässt sich oft nicht vermeiden, natürlich kriege ich auch oft Werbung für etwas, was ich eh schon gekauft habe, dann ist es richtig nervig. Oder ich kriege Werbung für etwas, was eigentlich doch nicht relevant ist für mich. Aber in Summe funktioniert es wahnsinnig gut und da kann Facebook sehr viel. Facebook kann zum Beispiel retargeten Personen, die sich ein Video angeschaut haben auf meinem Facebook-Kanal, sogar nach Länge. Also ich kann sagen, ich möchte nur die Personen ansprechen, die sich das Video in voller Länge angeschaut haben. Ja? Wenn es eine Weihnachtskampagne gab mit einem Video, da kann man genau sehen, wie viele Personen haben sich das zu 80, 90, 100% angeschaut und so weiter. Und dann kann ich sagen, ich möchte in Zukunft die Werbung nur ausspielen an Leute, die sich das Video in voller Länge angeschaut haben. Oder ich kann Benutzer retargeten, die mit meiner Marke sehr viel interagieren, also die oft Kommentare schreiben oder Shares machen und so. Und dann kommt noch was Spannendes obendrauf, das sind die sogenannten Lookalike-Audiences. Das sind sogenannte statistische Zwillinge. Das ist wirklich spannend, weil in diesem Umfang kann das keine andere Plattform als Facebook, inklusive Instagram. Da kann ich eine Audience definieren, also eine Zielgruppe definieren, die ich mit Werbung bespielen will oder die ich in der Vergangenheit schon mit Werbung bespielt habe, die relativ klein ist, aber die ich sehr gut kenne. Zum Beispiel, nehmen wir wieder das Beispiel eines Autohändlers, ich nehme die
200 Leute, die sich einen, weiß ich nicht, eine Luxuslimousine konfiguriert haben im Konfigurator. Diese 200 Leute kenne ich, da weiß ich, die haben was gemeinsam. Sie interessieren sich relativ konkret, sonst hätte es den Konfigurator nicht verwendet, für eine Luxuslimousine. Und jetzt mache ich eine Lookalike-Audience drumherum. Das heißt, ich sage, liebe Facebook, lieber magischer Algorithmus von Facebook, denn niemand weiß, wie sie es genau machen, das ist ihr Betriebsgeheimnis, ja, rechne mir daraus eine größere Zielgruppe aus. Zum Beispiel würde ich gerne wissen, die 1% oder 2% oder 3% oder 4% oder 5% der österreichischen Bevölkerung, die am meisten Gemeinsamkeiten haben mit diesen 200 Autokäufern oder potenziellen Autokäufern. Und auf einmal bekomme ich eine Zielgruppe zurück, die groß ist, die aber auch ein hohes Maß an Relevanz hat. Weil Facebook hier einfach im Hintergrund Machine Learning Algorithmen hat, die ausrechnen können, wer interessiert sich noch für Luxusautos, nur anhand dessen, dass ich 200 Personen kenne, die das schon, von denen ich weiß, dass sie in die Zielgruppe reinfallen. Also das ergänzt sich sehr schön, ja? Weil das kann LinkedIn und Xing in dieser Form nicht. Und LinkedIn und Xing hat auch nicht diese massiven Reichweiten. Und das heißt, dass es nicht schlechter ist, es heißt nur, dass es teurer ist. Das heißt, ich zahle auf LinkedIn und Xing einfach mehr für meine Werbung. Nicht, weil LinkedIn und Xing teurer sein will, das ist alles ein Auktionsprinzip, das ist Angebot und Nachfrage, sondern weil sie weniger Reichweite haben. Ich habe da eine Frage gleich dazu, weil mich das immer schon brennend interessiert. Wie funktionieren diese Lookalike Audiences im Ergebnis? Sind die ähnlich effizient wie die richtige Audience, die ich gefunden habe über einen gewissen Zeitraum? Und jetzt mache ich ja Lookalike, ist die genauso effizient oder 20% nur so effizient? Oder? Das kommt immer darauf an, wie gut die Kernaudience ist, und sie funktioniert in der Regel in den Kosten pro Ergebnis besser, weil sie ja eine größere Reichweite hat. Weil wenn ich jetzt nur diese 200 Leute mit Werbung bespiele, die den Konfigurator schon angefasst haben, das ist klassisches Retargeting, das sind ja viel zu wenig. Da müsste ich extrem hoch bieten oder viel hoch buchen, damit ich die alle erreiche, müsste ich relativ viel zahlen oder über einen langen Zeitraum recht wenig ausgeben. Ich kriege einfach nicht genug Reichweite zusammen. Ja. Das heißt, wenn ich die Kombination aus Genauigkeit und Reichweite will, dann führt an den Lookalike Audiences nichts vorbei. Wir haben viele Kampagnen, wo die Lookalike Audiences zu den besten Targeting-Varianten zählen. Das vielleicht auch aus dem Nähkästchen, man targetet nie nur eine Audience. Man hat immer mehrere, die man im A-B-Test vergleicht. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn wir wieder beim Autobeispiel bleiben, jetzt habe ich mich da schon reingedacht, ich habe zum Beispiel einfach Interesse Auto, das ist einfach ein Interessenstargeting, wo Facebook mit einem Algorithmus einfach schaut, wer interessiert sich für Autos. Das kann heißen, dass das Leute sind, die in vielen Autogruppen sind, dass das Leute sind, die selber angegeben haben, sie interessieren sich für Autos. Das kann man übrigens auch selber nachschauen, in welchen Interessenskategorien hat mich Facebook eingeordnet. Das kann man sich in der App anschauen. Kann man sogar, glaube ich, entfernen, bearbeiten. Ja. Also Interessenstargeting ist eine Möglichkeit, eine zweite ist eben eine Retargeting-Audience, eine Lookalike-Audience. Was haben wir noch oft dabei bei Facebook? Was in Österreich nicht geht oder in der EU nicht geht, außer ich habe eine Einwilligung, aber das ist eher unrealistisch, sind E-Mail-Custom-Audiences. Also ich könnte meine Newsletter-Teilnehmer theoretisch bei Facebook hochladen und die dann auch mit Inhalten bespielen, nur da ist die Auslegung der meisten Juristen, dass das ohne Einwilligung nicht DSGVO-konform ist. Der Diskussionspunkt oder der Knackpunkt ist, werden die E-Mail-Adressen wirklich an Facebook weitergegeben, weil sie sind ja eigentlich pseudonymisiert, aber die meisten Juristen gehen davon aus, dass man es nicht macht. Wir empfehlen es unseren Kunden nicht mehr zu machen, aber das ginge. Ja, und das wird auch gemacht und wurde auch gemacht. Ich glaube, das war sogar, die E-Mail-Adresse war sogar bei Cambridge Analytica damals so ein Haken, über den das verknüpft wurde. Man hat, glaube ich, bei so einer App die E-Mail-Adresse angegeben, dann haben sie es wieder hochgeladen bei Facebook und so konnten sie die anhand der psychologischen Profile aus dieser App diese Daten verketten. Das geht also nicht mehr auf legalem Weg. Ja, so Dinge wie Studium und Kenntnisse, das kann man eh auch alles targeten, aber das ist halt die Frage, ob das die User genau ausgefüllt haben. Wobei bei Studenten ist es nach wie vor so, dass also so die Angabe der Uni und solche Sachen, das ist schon meistens drin. Wir haben auch Kampagnen gehabt, wo wir gezielt gewisse Universitäten in der Schweiz und in Deutschland, Österreich getargetet haben. Das funktioniert schon immer noch ganz gut. Instagram verwenden wir recht wenig im B2B-Bereich, aber ich habe gesagt, Instagram ist an und für sich von der Methodik her, von der Mechanik her, von dem, was ich targeten kann, Facebook gleichgestellt, ist auch im gleichen Ad-Manager drin. Und ich kann es entweder mitnehmen, dass ich einfach eine Facebook-Schaltung auch auf Instagram schalte, oder besser, dass ich mir den Aufwand antue, unterschiedliche Creatives für Facebook und für Instagram zu erstellen.
Ich rede wahnsinnig schnell, ich habe auch nicht viel Zeit. Lookalike ist in der Regel besser, aber ich kann es nicht in Prozent sagen, weil es kommt auf die Kernzielgruppe an. Wir haben es praktisch immer dabei. Besser als die Kernaudienz. Ja. Na, besser von der Genauigkeit nicht, aber besser von den Kosten. Weil ich brauche hier die größere Reichweite, damit ich überhaupt meine Kampagne ausspielen kann. Ich habe einfach sonst nicht genug Reichweite. Besser von der Genauigkeit ist es nicht, da habe ich natürlich Streuverlust dabei. Natürlich habe ich Streuverlust dabei. Der Algorithmus ist nicht perfekt. Ja. Aber ich brauche diese größere Reichweite, damit meine Kampagne überhaupt eine kritische Mindestreichweite hat. Weil ich kann ja nicht nur 200 Leute in meiner Zielgruppe haben. Das wäre viel zu wenig für eine Werbekampagne. Da reden wir von 10, 20, 30, 100, 150, 250.000 Leuten, damit das überhaupt einmal Sinn macht. Das macht Facebook anders. Sie sagen, ich gebe dir quasi die gesamte Facebook-Bevölkerung in Österreich und davon kannst du 1-10% ansprechen. Bei 1% ist es sehr genau, da habe ich wenig Streuverlust, bei 10% ist die Reichweite größer, aber es ist weniger genau. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, das zum Beispiel keine ganz strenge Zielgruppe hat, im B2C-Bereich typisch, Limonaden. Ja? Jetzt trinkt vielleicht nicht jeder Limonaden, nehmen wir, weiß ich nicht, Cola her oder was auch immer. Das möchten vielleicht manche nicht, weil Zucker drin ist, manche möchten es nicht, weil sie eine Bio-Alternative haben. Manche wollen einfach überhaupt keine Limonaden, so wie ich, sondern trinken lieber Wasser und Weißwein. Aber theoretisch ist es ein Produkt, das eine sehr, sehr breite Zielgruppe hat. Ja? Da wär's egal. Ja? Wenn ich eine sehr spitze Zielgruppe habe, würde ich ein bisschen enger targeten. Ja? Dann würde ich nicht schauen, dass ich zu viel Streuverlust. Und dann geht es natürlich auch so weit, dass man Lookalike Audiences manchmal gar nicht verwenden kann, wenn ich wirklich eine so extrem spitze Zielgruppe habe, dass ich gar nicht will, dass das jemand anderes sieht. Also wir haben zum Beispiel auch Reseller. Also wir haben Distributoren, die verkaufen über einen Reseller an Endkunden. Wenn die ein Angebot als Werbung schalten, das sozusagen sich an ihren Reseller richtet, das der Endkunde aber nicht sehen darf, dann ist Streuverlust ein No-Go. Dann muss ich sicherstellen, dass ich exakt nur meine Reseller targete und der Endkunde das nicht mitkriegt. Das kann ich dann mit Lookalike Audiences nicht machen, könnte ich aber mit Retargeting-Maßnahmen machen, wo ich sicherstellen kann, dass nur die Reseller geretargetet werden. Oder könnte ich auch mit Account-Based Marketing, aber jetzt kommen wir schon vom Hundertsten ins Tausendste, das steht glaube ich gar nicht drauf, oder Firmen irgendwo haben Firmennamen, ja, könnte ich mit Account-Based Marketing machen. Das heißt, ich kann gezielt Mitarbeiter bestimmter Firmen targeten. Ja. Ich weiß es nicht, was er sagt. Stopp. Egal. Mikrofon. Wie erstelle ich diese Kernaudience am besten? Also brauche ich dafür schon eigentlich Paid Ads, um diese Kernaudience zu erstellen? Oder reicht es, wenn ich eine gewisse Reichweite so habe auf meiner Page? Oder wie groß muss da schon... Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, wie groß muss das schon sein? Ich brauche keine Paid Ads, ich brauche aber schon eine kritische Größe von ein paar hundert. Die genaue Zahl müsste ich jetzt meine Ads-Expertinnen, die operative Arbeit gerade, das ändert sich ständig, aber ich glaube ein paar hundert müssen schon sein, damit er lernen kann. Die müssen aber nicht durch eine Paid-Kampagne generiert worden sein. Im Gegenteil, es ist oft kontraproduktiv, wenn ich sie durch eine Paid-Kampagne generiert habe. Wenn ich jetzt durch eine Werbekampagne Leute auf eine Seite schaufeln und diese Werbekampagne per se hatte schon Streuverlust, dann schaufel ich ja die falschen Leute auf die Seite. Das heißt, dann ist die Kernzielgruppe falsch. Das heißt, es ist immer besser, ich nehme eine Kernzielgruppe, die schon eine Aktion gesetzt hat, von der ich ableiten kann, dass sie für mich wirklich relevant ist. Zum Beispiel den Online-Konfigurator tatsächlich bedient hat von dem Luxusauto. Nicht nur auf die Startseite gekommen ist, da kann sich jeder hin verirren, sondern tatsächlich den Online-Konfigurator ausgefüllt hat. Je genauer die Kernzielgruppe, umso besser. Und die muss aber nicht aus einer Paid-Kampagne kommen. Das können übrigens auch meine Follower sein. Wenn ich organisch schon eine Menge Follower habe, da muss man nur verdammt aufpassen, dass das gute Follower sind. Also wenn ich eine Seite habe, die viele Follower hat, aber die meisten sind eigentlich nicht so in meiner Kernzielgruppe, dann würde ich das nicht hernehmen. Aber wir haben zum Beispiel eine Kundin, die ist im Tattoo-Bereich tätig und da weiß ich, weil die published auch sehr viel dann Beispiele von Tattoos und so weiter. Ihre Follower, das sind echt alles Tattoo-Interessierte. Ja, das ist keine gekaufte Audience, das sind wirklich Leute aus dieser Szene, aus diesem Bereich. Und wenn die sozusagen eine Paid-Kampagne macht, dann kann sie auf diesen Followern aufsetzen. Das heißt, sie kann eine Lookalike-Audience machen auf ihren bestehenden, die hat glaube ich sogar 20.000 Follower, kann daraus eine Lookalike-Audience machen und quasi wahrscheinlich rein theoretisch alle Tattoo-Interessierten in Österreich damit erreichen. Und wie findet man diese Tattoo-Interessierten in Österreich ohne Paid-Ads?
Indem man eben schon zum Beispiel in Ihrem Fall eine organische Page hat oder Instagram-Page hat, Instagram-Seite hat, Instagram-Kanal hat oder Facebook-Seite hat, wo die Follower passen, dann kann ich wo bin ich denn da? Ich bin auf der falschen Folie. Dann kann ich das Follower-Retargeting machen. Ja? Das war das hier, das vierte Follower. Ja? Oder ich habe E-Mail-Adressen, geht aber nicht mehr rechtlich. Ich kann Website-Visitors retargeten, das ist eben das Beispiel mit der Auto, mit der Autoseite. Da sage ich quasi einfach, wie das funktioniert, das habe ich noch nicht gesagt. Das funktioniert über einen Facebook-Pixel. Das heißt, das ist ein Stück Code, der in der Seite eingebaut ist, der es mir ermöglicht, dieses Retargeting zu machen. Dieser Pixel ist übrigens ein Graubereich, sage ich einmal, im ganzen Datenschutzthema. Da gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen. Und wenn dieser Pixel im Zuge der ganzen gesetzlichen Veränderungen, die da jetzt noch kommen, in Bezug auf Datenschutz, wenn der mal fällt, dann wird es wahnsinnig schwer werden, gutes Targeting zu machen. Also der ist momentan wahnsinnig wichtig, wird von den meisten Firmen und von den meisten Juristen, die meisten sind der Meinung, dass es rechtskonforme Möglichkeiten gibt, den einzusetzen. Aber wenn sich das ändern sollte, und da ist auch die Werbelobby natürlich dahinter, dass man schaut, dass man das erklärt, dass das eigentlich, was ist gutes Targeting? Das ist ein Vorteil für den Werbetreibenden, ist aber auch ein Vorteil für den User. Weil ich sehe ja nicht weniger Werbung, nur weil ich Cookies blockiere oder einen Pixel blockiere, ich sehe nur irrelevantere Werbung. Werbeblocker ist ein anderes Thema, das ist aber sowieso erstens einmal im mobilen Bereich und bei Paid Media, Paid Social Media reden wir hauptsächlich von mobilen Ads, im mobilen Bereich sowieso kaum verbreitet und auch am Desktop ist der Anteil nicht so hoch, dass es wirklich der Werbebranche wehtut. Aber wenn Cookies verboten werden würden, komplett oder Pixel komplett verboten werden würden, die Leute würden nicht weniger Werbung sehen, sie würden nur weniger relevante Werbung sehen, das nervt noch mehr. Das heißt, es ist für den Werbekunden schlecht und es ist für den Werbetreibenden schlecht. Ich hätte eine Frage zur vorherigen Folie, was macht der LinkedIn-Pixel, was macht der für einen Sinn, wenn ich bei LinkedIn keine Retargeting-Möglichkeiten habe? Retargeting-Möglichkeiten habe ich bei LinkedIn schon länger, aber ich habe keine Lookalike-Audiences in der Form, wie sie Facebook anbietet. Du hast es aber nirgends stehen, du hast überall ausgeixelt. Retargeting schon, wenn nicht, dann habe ich eine alte Folie erwischt und werde euch das noch ausbessern. Ja. Retargeting-Followers geht nicht. Retargeting-Videos geht nicht, Engagement geht nicht, Lookalike geht nicht. Retargeting-Website, wo haben wir das? E-Mail-Custom-Audience. Retargeting-Pixel geht. Schau, ist die Zeile. Bei Xing geht es nicht. Retargeting über den Pixel geht. Ich kann den Pixel einbauen und dann kann ich die Leute, die Seite mit dem Pixel besucht haben, retargeten. Ja? Ich kann aber nicht Follower retargeten, ich kann nicht Video-Viewers retargeten, ich kann keine Engagement-Users retargeten. Aber Pixel kann ich retargeten, Xing hat den noch nicht. Vielleicht aus dem Nähkästchen auch zu Xing noch ein paar Worte, und dann bin ich schon, glaube ich, über meiner Zeit. Xing hat einen großen Vorteil und das ist Xing Events. Ich kann mit Events, gerade im B2B-Bereich, sehr gut Leads generieren, also neue Geschäftskontakte generieren, indem ich zum Beispiel ein kostenloses Webinar anbiete, an einer virtuellen Konferenz teilnehme. Wir haben das einmal gemacht im Sommer. Also erstens mal machen wir das für unsere Kunden natürlich massiv. Wir hatten mal bis zu 30 Eventbewerbungen pro Monat für unsere Kunden, aber wir haben das jetzt auch einmal für uns ausprobiert und wir haben an einer virtuellen Messe teilgenommen, wo meine Mitarbeiter einfach den ganzen Tag lang Webcasts gemacht haben, Webinare gemacht haben, und da kamen wahnsinnig viele Leads einfach rein. Also das ist eine große Stärke von Xing, ist Xing Events, und natürlich in der Dachregion ist es auch sehr, sehr relevant, während im internationalen Kontext außerhalb der Dachregion eigentlich LinkedIn relevanter ist. Und vielleicht, ja? Günstiger sind als LinkedIn. Also du hast vorher gemeint, dass Facebook und Instagram günstiger sind oder weniger kosten als LinkedIn. Wie ist das zu verstehen zu dem, was man von was da ist, also bang for the buck oder was man bekommt oder was man damit erreichen kann? Oder wie soll man in unserer Erfahrung, ein Dashboard mit 400 Kampagnen drinnen, sowohl als auch.
Also bei den KPIs im oberen Teil des Funnels, wo es einfach nur darum geht, Impressionen zum Beispiel, das ist an und für sich noch kein ROI, nur weil jemand meine Werbung gesehen hat, habe ich noch keinen Return on Investment, ich habe noch nichts zurückbekommen. Bei den Impressions ist Facebook günstiger, ist ganz klar. Das hat mit der höheren Reichweite zu tun. Bei den Klicks ist Facebook günstiger, ist ganz klar. Nur so weit, wenn ich Streuverlust dabei habe, also in der Annahme, dass ich Streuverlust dabei habe, bringt mir der Klick ja nichts. Wenn das die falschen Leute sind, die klicken, oder die falschen Leute, die die Werbung sehen, bringt es mir nichts, dass es billiger ist. Was zählt, ist die CPA, das heißt die Cost per Action, die Kosten für die Aktion, die ich will, dass er dann am Ende ausführt. Das kann ein Purchase sein, also ein Kauf, das kann ein Lead sein, Cost per Lead und so. Das ist das, wo dann wirklich dann schon ein ROI dahinter ist. Und selbst da ist Facebook eine Spur günstiger als die anderen Plattformen. Es gibt zwar mal Kampagnen, wo es umgekehrt ist, aber deswegen versuchen wir immer möglichst alle Kunden zu beraten, dass sie Facebook im Mix mit dabei haben, weil das eine schafft Reichweite, kann ganz anders targeten und das andere schafft Genauigkeit. Man kann sogar so weit gehen, auch solche Kampagnen haben wir schon gehabt, sehr erfolgreich, dass ich über Xing und LinkedIn ganz gezielt targete und ein paar hundert Leute auf eine Webseite schicke, wo ich weiß, aufgrund ihrer Xing- und LinkedIn-Profile, dass die genau in die Zielgruppe passen. Und dann retargete ich die Leute günstig auf Facebook mit dem Facebook-Pixel. Also diese Sachen kombinieren. Aber es ist tatsächlich auch bei der CPA und CPL sehr oft Facebook günstiger. Ja. Also auch im B2B-Bereich nämlich. Weil wir sind ja hauptsächlich im B2B-Bereich. Von den 400 Kampagnen sind wahrscheinlich 380 oder 350 im B2B-Bereich. Und das ist schon überraschend, sage ich mal, wenn man es nicht selber miterlebt. Und das ist auch eine Misconception vieler Kunden, die sagen, na Facebook, da legen wir nicht so einen Wert drauf, weil das ist doch nur für das private Umfeld. Ja. Da kann man auch sehr genau targeten und mit günstigeren Kosten dann am Ende rausgehen. Ja, was habe ich da noch auf der Wand? Das ist vielleicht noch mein Schlusssatz. Die Kombination aus Content und Paid Social Media, das ist das, was es für uns spannend macht. Weil guter Content braucht Reichweite und für gute Reichweite brauche ich guten Content. Ja? Weil es muss relevant sein für die Leute. Und was wir da verwenden im B2B-Marketing, das nennt sich Lead Magnet. Deswegen der Magnet. Ein Lead Magnet ist irgendwas Nützliches, irgendwas, was der User brauchen kann. Ich habe vorher schon von Webcasts gesprochen, ich habe von einem Online-Konfigurator für ein Auto gesprochen. Das könnte ein White Paper sein, das könnte ein kostenloses E-Book sein. Das ist irgendwas, was tatsächlich einen Nutzen hat für den User. Und im Gegenzug gibt mir der User seine Daten. In dem Fall Online-Konfigurator gebe ich in der Regel meine Daten an. In dem Fall, ich möchte einen Termin ausmachen, um ein Auto Probe zu fahren, muss ich ihm meine Daten geben. In dem Moment bin ich in seiner Kundendatenbank und er kann weitere Marketing- oder Sales-Maßnahmen darauf aufsetzen. Und was wir eben hauptsächlich im B2B-Bereich verwenden, sind White Papers, E-Books und Webinare. Ja, das funktioniert wahnsinnig gut. Webinare vor allem auch in Kombination mit Xing, mit GoToWebinar und ähnlichen Dingen. Wenn das wertvoller Content ist, gibt mir im Gegenzug der User seine Daten. Und das ist dann der Lead, den sich alle B2B-Unternehmen wünschen, wo dann der Vertrieb ansetzen kann, wo das Nurturing, die Marketing-Automation und alles drauf aufsetzen kann. Also das wollte ich noch so kurz vorm sagen, dass nur richtig targeten allein ist es nicht, ich brauche auch den richtigen Content dazu. Gibt es Fragen? Ja, Quiz, glaube ich, ist auch eine, weil ja, wird ich meine, das nie ist ein erwähnt. Außerhalb meiner Komfortzone, weil das dann eher im B2C-Bereich typisch ist. Aber im Endeffekt war es ja auch sowas Ähnliches wie ein Quiz, was damals Cambridge Analytica war. Das war so ein Psychologie-Quiz, teste dein Dings. Ja? Und im Gegenzug haben die halt dann die ganzen Daten bekommen und dann haben sie es wiederum verwendet, um zu retargeten. Aber ja, Quizzes, Gewinnspiele und so weiter, das ist im B2C-Bereich ganz stark, um an Daten zu kommen. Im B2B-Bereich sage ich immer, da ist der Nutzen, der tatsächliche berufliche Nutzen und die Relevanz wichtig. Da geht es auch um Thought Leadership. Da geht es darum, dass die Firma als Experte wahrgenommen wird. Wenn ich ein Webinar abhalte zu einem Thema, dann beweise ich damit sozusagen, dann stelle ich erstens einmal schon den Claim in den Raum, dass ich ein Experte bin in dem Bereich und dann muss ich es auch noch beweisen. Wenn ich ein White Paper schreibe zu irgendwas, zu einem Thema, zu einem Fachthema, ja, dann beweise ich ein Expertentum.
Da, im B2C-Bereich ist es eher dieser Entertainment-Fokus mit Gewinnspielen, mit Quizzes und solchen Dingen. Ist aber völlig richtig, ist das gleiche Prinzip, ist ein Lead-Magnet. Ja. Gut, ich komme aus dem B2B-Business und wir hatten auch manchmal so Umfragen, teste dein Wissen in der Zerspannung und so weiter und so fort. Und dann haben die Leute eine Auswertung gekriegt und je nachdem, wenn er halt gesehen hat, was er sich beim Bohren, habe ich vielleicht ein bisschen einen Mangel an Wissen oder so weiter, dann wurde er eingeladen zu einer Schulung zum Beispiel und ja, so ging es weiter. Ja. Wenn das in diese Richtung geht, dass es also wirklich sehr fachspezifisch ist, dann eignet sich das auch für B2B und das ist ein ganz guter Punkt, denn wir machen genau das. Wir haben einen Social Media Check entwickelt, der in den nächsten Tagen online gehen soll. Momentan machen wir es noch per Telefonbefragung. Da kann ich quasi als Unternehmen meinen Reifegrad im Bereich Social Media Marketing feststellen, anhand von einem Fragebogen. Ja. Das ist genau das. Wieso machen wir das? Weil wir damit Leads generieren können. Und haben damit auch schon, auch obwohl wir es nur telefonisch machen, jetzt auch schon einige Kunden gewonnen, weil die einfach den Erstkontakt dadurch hatten. Es ist ja immer noch so, vielleicht auch noch das ergänzend, mittlerweile ist Social Media viel strategischer geworden, keine Frage, aber es ist immer noch so, dass viele Unternehmen eigentlich keine Strategie haben und eigentlich händeringend nach jemandem suchen, der ihnen sagt, was wäre denn unsere Strategie, denn schaut ja auch bei jedem Unternehmen völlig anders aus. Ich kann ja nicht sagen, hier gibt es eine Liste mit 10 Tipps, so wie man es auf LinkedIn oft sieht. Mit diesen 10 Tipps hast du die richtige Social-Media-Strategie für dein Unternehmen. Das ist total individuell. Und das versuchen wir mit diesem Social-Media-Check abzudecken. Und da ist viel Bedarf da. Das heißt, viele Social-Media-Marketing-Manager füllen das dann aus für Unternehmen. Dann kommen wir mit denen ins Gespräch. Und wenn sie es selber machen, dann beraten wir sie. Und wenn sie sagen, dafür haben wir eh nicht die Manpower, dann machen wir es als Agentur für sie. Können Sie ein Beispiel nennen für so eine Social-Media-Strategie für eine Firma, was Sie gemacht haben? Sie müssen jetzt nicht die Firma nennen, aber was wäre so ein Beispiel für eine Social-Media-Strategie? Weil ich schaue mir oft verschiedenste Social-Media-Profile an, wo ich die Strategie als Außenstehender nicht erkennen kann und manche funktionieren wahnsinnig gut und andere nicht so. Und ich frage mich immer, was steckt da dahinter? Also die Antwort ist gar nicht so einfach, ich versuche es trotzdem. In der Regel ist der erste Schritt einmal sind diese Low-Hanging Fruits, die kommen aus dieser Umfrage heraus. Das heißt, wir fragen da in tatsächlich, glaube ich, 50 Fragen, sehr viele Details ab und dadurch kommen aufgrund von unseren Expertenbefragungen, wo wir gesagt haben, wäre wichtig, dass man das tut, das wissen wir von anderen Kunden, dass das wichtig ist, die tun es aber nicht. Das heißt, das ist quasi ein Low und dann gibt es eine Handlungsempfehlung. Das sind die Low-Hanging Fruits, das ist easy. Wenn jetzt jemand sagt, weiß ich nicht, ich habe kein Community Management, es kümmert sich niemand darum, Fragen von Usern zu beantworten. Das ist naheliegend, dass dann eine Handlungsempfehlung ist, das gehört gemacht, ja, dass das irgendwo in ein Strategiepapier reinkommt. Wenn es aber dann um eine redaktionelle Strategie geht, zum Beispiel um einen Redaktionsplan und solche Sachen, dann wird das schon komplexer. Das kann man nicht über einen Fragebogen abdecken. Und da machen wir dann in der Regel einen Social Media Workshop mit allen Beteiligten. Idealerweise bei großen Kunden sind auch andere Abteilungen dabei, weil die sind sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht gegen PR und gegen andere Abteilungen, gegen HR, gegen Legal oder so Social Media Marketing machen. Ich muss das mit denen gemeinsam machen. Und wenn die alle an einem Tisch sitzen, dann entwickelt man diese Strategie gemeinsam. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, das wird funktionieren. Das ist auch ein lebendes Dokument. Wir geben den Kunden das als Word-File. 30, 40 Seiten hat das meistens. Vieles davon ist eh der Outcome dieses Workshops. Und dann muss das weiterentwickelt werden. Und ein Beispiel, um auf die Frage zurückzukommen, von einem Kunden, den ich jetzt nicht namentlich nenne, aber mit dem wir kürzlich so eine Strategie entwickelt haben, der hat gesagt, ich habe viele Experten in meinem Unternehmen. Diese Experten sollen für mich Multiplikatoren sein, sollen Markenbotschafter sein. Das heißt, der hat einen sehr starken Fokus auf Employee Advocacy gelegt, der führt ein Tool namens Sociable ein, mit dem Mitarbeiter gezielt kuratierte Beiträge teilen können, weil die selber ein Netzwerk haben auf LinkedIn, auf Facebook, wo sie es teilen können, wo das Ganze dann ein bisschen eine breitere Audience kriegt. Das ist ein Teil ihrer Strategie. Ein anderer Teil ist, sie haben eine gewisse Tonalität entwickelt, wie möchten wir mit unseren Kunden sprechen, wir möchten eine einheitliche Bildsprache, die haben eine eigene Brand Guide für Social entwickelt, die sozusagen eine Sub-Brand Guide vom Haupt-CE ist und so weiter. Was haben die noch alles drin? Eine gewisse Regelmäßigkeit gewisser Prioritäten ist auch wichtig, dass ich zum Beispiel sage, ich habe tolle Kundenprojekte, mindestens einmal im Monat bringe ich eine Kundenreferenz.
vielleicht in Videoform, Bewegtbild ist wichtig und so. Gewisse Regelmäßigkeiten generell im Contentplan umzulegen. Abstimmung mit anderen Abteilungen, die wollen ein Tool einführen, mit dem ich, das nennt sich Opal Moments, mit dem ich quasi die Contentplanung unabhängig von Social Media schon vorab machen kann. Und solche Sachen ergeben sich dann, aber wie gesagt, das ist ziemlich, also da kommt dann einiges raus und es kann gut sein, dass dann vielleicht auch Sachen dabei sind, die man ausprobiert und die dann nicht so funktionieren und man die Strategie wieder ändert. Aber es gibt halt wahnsinnig viele, die gar keine haben und auch ganz ohne Strategie einfach mal tun. Ja? Oder noch schlimmer, die einfach wen heiern, so nach dem Motto, du bist jung, du wirst das schon machen, mach das nebenbei mit. Das ist halt das Social Media. Das, ja, solche Firmen gibt es nach wie vor, auch große Firmen. Ja, seine Strategie muss nicht perfekt sein, aber man muss sie mal haben, man muss sie messen auch können, man muss zuhören und man muss wissen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, man muss sie regelmäßig hinterfragen und abändern, aber ganz ohne Strategie sollte man als B2B-Unternehmen oder auch als B2C-Unternehmen Social Media nicht machen. Und es ist auch Trial and Error, das ist okay, das ist nach wie vor nicht so stark wie damals, 2008, wo ich wirklich einfach alles Mögliche ausprobiert habe, ja. Da hat ein Freund von mir seine Ansichtskarte mir geschickt, wo der Krampus drauf ist, für Microsoft haben wir das damals gepostet, ja, wo der Krampus drauf ist, eine richtige grausliche ländliche Krampus-Perchte, ja, und ein Kind vertrischt, ja, und oben haben wir drüber geschrieben, was, du benutzt noch immer Windows XP. Ja. Ich meine, sowas könnte ich mich heute nicht mehr trauen, aber damals war das Social Media. Ja. Aber das ist auch damals und heute Trial and Error, also man kann auch heute noch einfach Dinge ausprobieren, einfach mutig sein und schauen was dann rauskommt, aber halt mit einem Plan, mit einem Ziel und mit dem immer wieder evaluieren, ob das auch funktioniert hat. Ja.